Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 25.11.2020. Und wenn man sich unseren DAX anguckt, hat er einen, ja, bullischen Eindruck hinterlassen. Also, nachdem wir zum Dienstag da oben schon mal angeschlagen hatten, nee, halt zum Montag angeschlagen hatten, haben wir jetzt das zum Dienstag nochmal gesehen und der hatte die Ruhe weg. Ja, also den hättest du anschubsen können. Der hätte sich schon mal bewegt halt, ne? Der hätte sowas von die Ruhe weg. Ich finde das Bild, das passt einfach sinnbildlich für den Dienstag richtig gut drauf. Von der Chartlage haben wir ja gestern gesagt, dass das, wenn er über 2,50 eröffnet, er eher die Chance hätte, hochzugehen. Ja, vielleicht sogar nochmal 3,30, 300 ein bisschen rumzudrucksen. Ein bisschen vielleicht sogar, dass es noch nicht ein richtiger Ausbruch werden muss, sondern dass er da einfach mal rumeiern kann, um sich dann vielleicht trotzdem nochmal fallen zu lassen. Aber das, also. A, er hat erstmal das Aufwärtsgap gebracht, kein Abwärtsgap. Damit ist erstmal die Aufwärtsruder so gesprochen wie es, hat man ja so gesagt. Und B, sind wir noch nicht über die 3,30 halt. Ne? Also, da hat er mal kurz drüber geguckt, aber das ist noch kein Ausbruch. Also, da muss schon ein bisschen was Knackiges kommen. Und das kann er jetzt aber eigentlich richtig schön mit einer schönen Mittwochseröffnung klären halt. Ne? Also, in dem Moment, wo er sich da jetzt wirklich nach oben Käufer holt, Käufer ins Boot holt, die den jetzt hier oben anschieben, kriegt er sein Futter halt, ne? Dann kriegt er sein Potenzial und kann man fast so machen halt, ne? Und dann kriegt er wirklich Potenzial nach oben auf der Oberseite. Also kriegt er wirklich halt, ne? Der hat dann, der kriegt dann Futter in den Arsch geblasen. Ne? So schnell können sie gar nicht gucken, wenn die Käufer darauf anspringen jetzt, auf das, was man hier hingestellt hat zum Dienstag. Dann ist es okay, aber das ist noch kein Ausbruch. Das ist so ein, das ist so ein Rausgeschiebe, ne? Das ist, das ist, nee, das ist, Ausbruch heißt kräftig, schöne Volumen untersetzte Kerze. So eine kommt gerne, so eine kommt gerne zum, so eine kommt gerne zur Eröffnung 8 Uhr, so eine kommt gerne 9 Uhr, aber das reicht auch aus, wenn er uns schön per Aufwärtsgap drüber flackt halt, ne? Also, keine Ahnung, irgendwie so an die 360, das reicht ja schon aus. 360, 370 und dann da schön konstant stehen bleiben und dann kann er den ganzen Tag nach oben laufen. Das Potenzial ist da, definitiv. Macht er aber nicht mit, drückt sich runter, unter die 300 zurück, unter die 280 zurück, muss man auf der Ebene hier dann nochmal mit 200 rechnen. Ja, dass er hier nochmal einen Bogen schlägt. Einfach nochmal einen Bogen schlägt. Hier über, ich sag mal, 2,10, 2,20. Na, also, das ist ja nun mal eine sehr eindeutige Vorlage nach oben. Also, ich meine, das erkennt ein Blinder mit Krückstock. Da muss ich mich nicht hinsetzen, um für Sie das Video zu machen. Das erkennt jeder, auch wenn man in den Tageschart guckt, dass das jetzt aussieht, wie als geht es nach oben. Macht er das nicht, dann hat er das Überraschungsmomentum auf seiner Seite und dann kann er sich durchgraben. Und ich würde es so den Bereich um 2,30 bis 1,90 da reinplanen. Tiefer wäre in dem Sinne dann kritisch, weil das dann schon ein bisschen sehr, 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 sehr dolle tief wäre halt, ne? Und da müsste man dann schon fast sagen, sollte man damit mal einkalkulieren, dass da nochmal eine gute Rutsche geben kann. Aber das wäre auf der Unterseite so ein bisschen auch eine Art Short-Trigger, ne? Also wenn er das Dienstagstief halt unterbietet, das wäre nicht gut, nachdem er sich so eine schöne Vorlage oben rausgemacht hat. Also die Chance liegt schon klar auf der Oberseite. Ja, die Zwischenziele sind die 360 ist ein Zwischenziel, die 400 ist ein Zwischenziel, die 450, 460 ist ein Zwischenziel. Da war das letzte markante Hoch, auch die kann ordentlich in die Suppe spucken. Dann haben wir hier oben den Bereich um 500 und ich persönlich finde den Bereich am interessantesten. Hier knapp unter der 570 bis, ich sag mal, 500, 570, die Zone fände ich interessant als Anlaufstelle, einfach von der Dimension. Auch wenn wir gucken, was wir hier für eine Range-Spanne haben, wäre es halt ungewöhnlich, wenn er dann. Weiß nicht, bloß diese. Man muss ja die Dimension mal betrachten. Wir haben bis zum Allzeithoch hoch zu, sind das sind keine 500 Punkte. Ja, ganz viele, auch bei uns im Chat, die haben gesagt, ja, 12.500 kann ich mir gut vorstellen, 13.800 nicht. Wenn man das mal vom Maßstab nimmt, sind es hier runter 800 und hier oben keine 500. Also es ist näher, es ist erreichbarer, es ist leichter zu erreichen. Das muss man auf dem Radar haben. In dem Moment, wo der jetzt oben rausarbeitet, wird nach oben nicht schwerer. Das ist leider so halt, ne? Das heißt, das ist kein gutes Umfeld für Short.
Ja, in dem Moment, wenn man short möchte, dann sollte man auch vielleicht abwarten, bis wieder die krassen roten dynamischen Kerzen nach unten kommen. Und solange die nicht kommen, im Zweifel einfach mal kurz Kopf runternehmen und mit. Und da habe ich gesehen, bei uns im Chat insbesondere, dass sich da viele sehr, sehr, sehr schwer mitgetan haben schon. Also ich tue mich da auch bei schwer mit in solchen Momenten. Ne? Aber das ist dann ein Unterschied, ob ich dann hier jetzt nochmal Short drauf klopfe oder aller 10 Minuten einen Short suche. Oder ob ich einfach sage, ich lasse es halt kurz durch, ne? Und soll dann mal einen Tag ohne mich machen. Oder zwei, oder drei, oder vier, oder fünf, oder auch mal sechs. Ne? Dass man einfach den Moment wieder abwartet, bis der Markt so läuft, wie man das möchte. Oder zumindest in dem Intensität, so heißt es richtig, ne? Weil, also ich kann ja ganz offen mit Ihnen reden. Also solche Bewegungen, ich hasse das wie die Pest. Also, das sowas komme ich nicht klar am DAX. Das ist, auch nach Jahren ist es einfach ein Schmeiß, dieses langsame Geschiebe. Da hilft halt nur weglassen. Nichts machen. Mal zugucken. Warten, bis es vorbei ist. Ja? Wechselt oft genug seine Richtung, er wechselt oft genug das Bewegungsmuster, das Verhalten, er wechselt von pulsiven Bewegungen zu langsamen Seitwärtsphasen. Das kann der DAX ganz gut. Na, immer mal eine andere Scheibe und Platte auflegen und sich von der anderen Seite zeigen. Aber man muss dann einfach die Geduld mitbringen. Wenn man da sitzt und denkt, ach Gott, jetzt verpasse ich wieder die ganze Bewegung bis 13.800, dann wird man versohlt von vorne bis hinten, bis der Arsch blutig ist halt. Ne? Und das genauso, wenn man unbedingt runter will. Das funktioniert nicht. Man muss versuchen, den Markt zu beachten und die Signale, die er uns gibt. Und hier muss man ganz klar sagen, für eine Short-Basis braucht man entweder ein richtig verkacktes Kaufsignal, was einfach nicht anspringt, wie zum Beispiel, wenn er jetzt sowas krass nach unten schlägt, ne, also auf sowas mit deutlicher Abwärtsbewegung und Schwäche eröffnet, dann wäre das eine Basis für einen Short, ne, oder wenn lange rote Kerzen sich formen, aber nicht, wenn das alles grün ist hier in der Zeitbar. Das ist kein Grund, da quasi einen Short zu suchen. Okay, also das ist mir nur noch einfach mal wichtig, weil ich das wieder gemerkt habe, wie viele sich da schwer tun, immer wieder jetzt in so eine Bewegung und dann plötzlich tausend Gründe für finden, warum das fällt. Und wenn es jetzt plötzlich gestiegene Corona-Zahlen sind, die dafür sorgen sollen, dass der Markt ist, das interessiert ihn seit März nicht. Diese verdammten Zahlen, da wird der einen Teufel tun und jetzt da drauf anspringen halt, ne? Das ist eher mehr Zufall, wenn der runter zu mal mit den Zahlen synchron läuft, wenn man da mal seit März gucken. Ja, das immer und immer wieder erzählen wir es, aber trotzdem wird es immer wieder von denen, die auch die Videos gucken, hier als Argumentationshilfe benutzt. Seit hier haben wir Infizierte in Deutschland. Hier waren sie erst in Italien gewesen, da gab es noch gar keine in Deutschland. Hier gab es die ersten 50 Infizierten in Deutschland. Seitdem ist die Zahl stetig gestiegen. Hier ist sie besonders stark gestiegen, dann hat sie ein bisschen abgenommen, ist sie später hinten raus nochmal gestiegen. So, und jetzt gucken Sie sich an, wie der Markt reagiert hat. Wir stehen fast am absoluten Hoch nach dieser Bewegung. Also können doch mal rein logisch betrachtet diese steigenden Zahlen nicht unbedingt der Grund sein, warum der Markt fällt. Na, also das muss man sich einfach, aber ich glaube, das ist auch gar, ich glaube, diejenigen wissen das auch ganz genau. Das ist halt einfach, man sucht sich und klammert sich an jeden letzten Strohhalm in dem Moment, ne? Und sucht sich irgendwas zurecht, was noch passt, damit man hier den noch nach unten handeln kann, weil man den nach unten handeln will. Aber so darf es nicht sein. Sie müssen gucken, wie reagiert er, was macht er. Entweder gehen Sie mit, weil das Ihre Erwartung trifft, oder Sie lassen es sein. Ja, und meine Erwartung wäre jetzt hier in dem Sinne, also eigentlich bin ich offen. Ich bin relativ offen für das, was er macht. Drückt er sich aber jetzt hoch, auch zum Xetra-Start, zum 9-Uhr-Start, zum Mittwoch nach oben. Ist für mich ein Grund, dass er weiter hochgehen kann. Bis 450, 500, 400, 360. Das sind so die Eckpunkte, die ich oben habe. Und auf der anderen Seite bin ich auch sehr hellhörig, wenn der nach unten losrennt, zum Mittwoch. Dann, das. Dann wäre das, was wir gestern angesprochen haben, dieser zweite Fehlausbruch, den er noch hinten dran setzen kann. Ne? Wir haben das gestern gesagt, dass er zum Dienstag nochmal einen drüber setzen kann, weil das nicht weit genug war. Das war zu knapp. 15 Punkte ist einfach zu knapp. So einen Tagesschluss über so eine Range zu setzen, das hat schon einen ganz anderen Charakter. Das ist geil. Und wenn man jemanden richtig verarschen will, ist das geil. Weil das macht Druck. Ne? Dazu noch der Dow über der 30.000. Also es ist schon so. So kann ein Fehlausbruch besser funktionieren, wie das, was er hier gemacht hat. Also, wenn er unten rausdrückt, aber er muss unten raustreten. Du brauchst vorher da nicht rumschorten, bevor er nicht unten raustritt.
Na, vor der nächsten harten Konterkerze unter die 300 runterklatscht und am besten dann noch unter die 190. Gut? Okay, also ich denke, das ist verständlich rübergekommen. Ich muss es bloß immer wieder sagen, weil es immer wieder ein Thema ist in solchen Bewegungsphasen. Und ich kenne das aus vergangenen Zeiten. Es ist halt einfach, man findet tausend Gründe, die plötzlich dann dafür sprechen, dass man gegen den Markt handeln soll. Aber das ist nicht gut. So, und im Tageschart sieht das auch stabil aus. Hier sieht es wahrscheinlich, also wenn ich das sehe, könnte eine grüne Kerze sogar fast bis an die 75 ranreichen, wenn jetzt eine kommt. Bin ich mal gespannt. Das ist schon fast zu offensichtlich, dass er oben rausgeht, aber wenn er oben rausgeht, geht er oben raus. Wenn es zu offensichtlich ist, werden sie es schon merken, dann geht er unten raus. Ne? Aber sie haben den Vorteil, sie können sich hinsetzen. Das verstehen manche auch immer nicht. Die denken immer, wir machen die Analyse und der Markt muss dann 8 Uhr genau das machen, was wir sagen. Sie haben doch die Möglichkeit, sie können sich doch einfach den Spaß machen. Warten Sie doch. Lassen Sie ihn doch kommen. Lassen Sie ihn doch die ersten Bewegungen einfach mal machen. Gucken Sie sich an, wie der in den Handel reinkommt und dann sehen Sie schon, ob der hoch will oder nicht. Dann sehen Sie schon, war es ein Aufwärtsgap oder war es ein Abwärtsgap. Und dann können Sie sich in die Richtung dann positionieren und versuchen mitzugehen. Na, auch 9 Uhr, ne, drückt er stark nach oben, bringt der pulsive Käufer rein, hakt er eher unsicher nach unten zurück. Das erkennt man. Und dann kann man dort die entsprechenden Einstiege auf die Erwartungshaltung legen. Also das macht es einfach einfacher. Ne, bevor Sie nur die Meinung handeln oder das, was Sie vielleicht am liebsten hätten. Das ist nicht immer das Beste. Ja, und es ist auch dann eigentlich nicht Trading. Ja, also, ja, das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen als Mentaltraining, sage ich jetzt mal, als Vorbereitung, dass sie wirklich neutral an den Tag rangehen, jeden Tag letztendlich neutral an den Tag rangehen und schauen, was kommt. Ja, gut, denn mit dem Kopf durch den Wand ist noch keiner reich geworden, ja, nicht an der Börse, das ist die falsche Fläche für sowas, das funktioniert ja eindeutig nicht. Gut. Mehr habe ich nicht zu sagen. Technisch ist ja nicht viel passiert. Also ist ja wirklich nicht viel passiert. Gut, mach mal zu. Ich wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Hoffentlich ohne Bruch, Schiff, Landung und sonstiges.